Ja, herzlich willkommen. Ja, meine Definition von erleuchtet sein unterscheidet sich vielleicht komplett von der, die du im Kopf hast, von jemandem, der erleuchtet ist. Ja, warum bezeichne ich mich als Erleuchteten? Naja, das mache ich normalerweise nicht. Nur wenn mich jemand fragt, ob ich erleuchtet bin, dann sage ich aus meiner Perspektive ja, denn ich bin mir bewusst, dass ich verbunden bin, dass ich mit allem verbunden bin. Das ist nicht immer der Fall. Natürlich schotte ich mich auch manchmal ab und ja, nimm das aus meinem Bewusstsein heraus, dass ich ja quasi immer verbunden bin. Ich kann gar nicht anders. Ich kann eben nur bewusst oder eben dann, wenn ich in irgendwelche Automatik-Vergangenheitsschleifen eintauche, mich quasi so bewusstseinsmäßig abkoppeln. Nur ich bin nicht abgekoppelt. Das ist das Tolle. Und das ist eigentlich wirklich ein Riesengeschenk, das wir da haben. Dass wir ja wissen können, vielleicht auch spüren können, dass wir immer und ewig verbunden sind. Das mag jetzt für die einen den anderen komisch klingen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ja, ich habe, wie gesagt, nicht immer dieses Gefühl, weil ich manchmal sehr im Außen bin, sehr in der Eingeschränktheit meiner Sinne bin, die mir helfen, jetzt diese Art Leben zu führen. Und dann darf das auch sein, dass ich mich mal darauf einlasse und schaue, okay, ich bin jetzt hier und hier und da fehlt mir das und das. Und alle möglichen Gedanken dürfen da auftauchen. Und dann, wenn ich merke, es ist zu viel mit diesem Lösen davon, komme ich wieder zurück. Werde mir bewusst, egal was ich da denke, was ich fühle, ich bin verbunden. Und das ist meine Definition von erleuchtet sein, dass ich eben das für mich angenommen habe und auch gespürt habe, dass ich verbunden bin. Nur weil ich es gerade nicht sehen kann, nicht fühlen kann, heißt das eben nicht, dass jetzt da keine Verbindung mehr da wäre. Und das ist das Tolle. Das ist ein absolutes Geschenk, zu sehen, egal was ist, ich kann da nicht rausfallen, weil es gibt kein Außen. Wir haben jetzt hier ein Außen konstruiert, ja. Und das ist interessant, wirklich auch diese Erfahrung zu machen. Und auch dadurch dieses Gefühl zum Beispiel von Getrenntheit zu haben, dieses Gefühl von Einsamkeit, das spüren zu können, was denn das sein könnte, weil wenn ich mir immer bewusst bin, dass ich verbunden bin, kann ich das andere Gefühl ja gar nicht fühlen. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. Ich darf mich nur dann irgendwann auch mal wieder selber erinnern. Und das heißt für mich eben auch Heilung. Und dann kann ich vielleicht auch Dinge heilen, die ich gerade zu mir gehörig fühle,
sowas wie Einsamkeit, sowas wie Angst, kann ich dann ziehen lassen. Ja, gerne auch mal einen persönlichen Austausch, wenn du möchtest, dann nimm mit mir Kontakt auf. Danke dir. Bis dann.